In diesem Video möchte ich Ihnen das Thema Komplexität näher bringen und eine kleine Einführung dazu machen. Wir machen das völlig untheoretisch und mathematisch, um einfach zu verstehen, was ist das überhaupt, die Komplexität eines Algorithmus. Normalerweise bei der Komplexität von einem Algorithmus reden wir über zwei Möglichkeiten, zwei Aspekte der Komplexität. Einmal die Zeitkomplexität und einmal die Speicherkomplexität. In diesem Video konzentrieren wir uns auf die Zeitkomplexität. Das mit dem Speicher, das lassen wir außen vor, das kann man sich danach denken, was es ungefähr ist. Wenn wir über Zeitkomplexität reden, dann reden wir davon, wie lange braucht ein Algorithmus zum Laufen. Das ist die sogenannte Laufzeit des Algorithmus. Wenn ich zum Beispiel eine Liste habe mit ganz vielen Elementen drin, wie lange braucht mein Algorithmus, den ich gerade entwickelt habe, um diese Liste zu durchsuchen, um ein bestimmtes Element zu finden, wie zum Beispiel die 13? Ist es überhaupt da drin und wie lange braucht es, um diese Entscheidung zu treffen? Ist es überhaupt drin und wenn ja, wo? Je nach Algorithmus, je nach Implementierung eines Algorithmus, kann es länger oder kürzer dauern, bis man das Ergebnis hat. Man unterscheidet außerdem, je nachdem, wie diese Liste überhaupt aussieht. Zum Beispiel, wenn die Liste nur aus 13er besteht, dann ist die Antwort relativ einfach. Schon das erste Element, das man antrifft, wird eine 13 sein und der Algorithmus ist zu Ende. Das ist ein sogenanntes Best Case oder im besten Fall. Im schlimmsten Fall ist allerdings der Element überhaupt nicht da drin. Die Laufzeit verändert sich, weil es eben irgendwie muss sichergestellt werden, dass die Liste komplett durchsucht wurde und dieser Element wirklich nicht da drin ist. Um Ihnen das noch ein bisschen klarer zu machen, möchte ich ein Beispiel machen. Ich habe hier mir eine Liste vorbereitet mit 11 Elementen. 11 ist jetzt ganz zufällig rausgenommen. Ich habe die Indizes der Elemente reingeschrieben, von 0 bis 10 in schwarz. Und ich habe die Elemente drin in dieser Liste in rot geschrieben. Und sie sind sortiert, wie Sie sehen. Das Suchen in einer sortierten Liste ist generell einfacher als einer nicht sortierten Liste. Deswegen werden wir uns auch hier zwei Möglichkeiten, zwei verschiedene Algorithmen jetzt angucken. Einmal einen trivialen Algorithmus und einmal einen sogenannten binäre Suche-Algorithmus oder Binary Search. Was würde jetzt ein trivialer Algorithmus machen, wenn ich ihm sage, such doch mal bitte die 13? Der triviale Algorithmus würde sich zuerst, das machen wir jetzt in blau, trivial, zuerst den ersten Elementen angucken, dann den zweiten, dann den dritten, dann den vierten, fünften, sechsten, siebten, achten, neunten, zehnten, elften und wird dann am Ende sagen, none, nicht gefunden. Er hat genau 11 Schritte gebraucht, um diese Liste zu durchsuchen. Jetzt kommt natürlich die Frage, wenn ich das implementieren würde, sind das nicht genau 11 Schritte? Denn ich muss vielleicht ein if machen, dann irgendetwas anderes. Da sind mehr Zeilen als nur 11 Zeilen. Allerdings sind es genau 11 Durchläufe von einer Schleife. Das sieht ja total nach einer Schleife aus. Und das sind eben genau 11 Durchläufe. Bei der Komplexität von einem Algorithmus sind wir nicht daran interessiert, an der genauen Anzahl von Schritten, die ein Algorithmus braucht, sondern an der sogenannten ungefähren oder eben dem Verhalten dieses Algorithmus, so nennt man das auch. Das heißt, es würde mich interessieren, wenn ich ihm 11 Elemente gebe, abhängig von dieser 11, allgemein von n, wie viele Schritte braucht er? Ist das eine lineare Laufzeit, das heißt n mal 2, n mal 3, aber letztendlich bleibt n in der ersten Potenz? 11 bleibt in der ersten Potenz. Oder brauche ich zum Beispiel eine doppelte Schleife, eine verschachtelte Schleife und ich muss irgendwie mehrmals wirklich und zwar exponentiell viele Male durch die Elemente gehen, um irgendetwas rauszukriegen. Allerdings geht es in unserem Fall auch ein bisschen schneller. Hier der triviale Algorithmus hat 11 Schritte gebraucht. Ich sage aber, ich kann das auch schneller. Ich nutze nämlich die Möglichkeit oder die Tatsache, dass diese Liste sortiert ist. Und ich werde Ihnen hier das sogenannte binäre Suchen beibringen. Binäres Suchen. Wie funktioniert das? Ich nehme immer zuerst, das machen wir mit Rot,
nee, das machen wir mit Grün, so. Ich nehme immer den mittleren Elementen. Egal wie groß diese Liste ist, ich schieße direkt in die Mitte und frage, ist das meine 13? Ich suche ja immer nach meiner 13. Wo ist das meine 13? Nee, ist es nicht. Aber ich weiß, dass diese Liste sortiert ist und ich habe jetzt eine 15 erwischt. Das bedeutet auch, dass mein Element, den ich suche, ist irgendwo links von der 15, also vor der 15 liegt er. Denn ich weiß, dass alles, was danach kommt, muss ja entweder gleich 15 sein oder eben größer. Wenn das genau die 13 war, dann bin ich eigentlich fertig. Wenn nicht, dann beschränke ich meine Suche auf diesen Teil der Liste. Die 15 kann ich auch schon rausschmeißen, denn die war ja schon größer. Jetzt werde ich genau das Gleiche wieder tun. Ich gucke mir genau die Mitte an und das wäre hier diesmal die 3. Die 3 ist in diesem Fall kleiner als die gesuchte 13. Das bedeutet, es ist jetzt in dieser Unterliste, in dieser grünen kleineren Liste, ist es jetzt irgendwo rechts von der 3. Ich kann also meine Suche darauf eingrenzen. Das wäre hier Schritt 1, das wäre Schritt 2. Jetzt kann ich wieder genau das Gleiche tun. Ich suche nach den mittleren Elementen. Bei zwei Elementen ist das nicht ganz klar, aber es ist letztendlich auch vollkommen egal, wie man das genau aufteilt. Wenn die Liste größer ist und auf der linken und der rechten Seite bleibt vielleicht 6 und 7 Elemente, das ist vollkommen egal. Ungefähr in der Mitte muss man diese Liste schneiden. In unserem Fall werden wir das überhaupt nicht schneiden können. Wir werden annehmen, dass die eine Liste, dass die rechts zum Beispiel, dass der mittlere Element ist die 7. Und links davon ist einfach gar nichts und rechts davon ist eben alles, 7 und die 11. Gut, machen wir so. Die 7 wissen wir jetzt außerdem, sie ist immer noch kleiner als die 13. Das heißt, unsere 13, wenn überhaupt, müsste sie rechts von der 7 liegen. Das heißt, ich werde mich jetzt auf diese Liste hier konzentrieren. Das wäre mein dritter Schritt. Diese Liste hat jetzt nur einen einzigen Elementen. Egal was ich mache, ich kann es direkt auch vergleichen. Die 11 ist nicht die 13, also bin ich fertig und das Ergebnis ist eben nicht gefunden. Aber ich habe nur drei Schritte dafür gebraucht. Und hier sieht man auch, wie unterschiedlich diese beiden Algorithmen sind. Wenn man so eine kurze Liste hat und einen schnellen Computer, natürlich ist es vollkommen egal, ob man 11 Schritte oder drei Schritte gemacht hat. Allerdings, wenn man auf einen nicht so ganz leistungsstarken Computer zurückgreifen muss, wie zum Beispiel ein Arduino, der ist bedeutend langsamer. Das heißt, dort wird es irgendwann mal richtig wichtig, wie viel Eingabe ich überhaupt verarbeiten muss, wie oft ich vielleicht diese Prozedur überhaupt ausführen muss und wie lange es dauert. Außerdem muss man immer bedenken, dass diese Liste extrem lang sein könnte. Die ist bei mir 11 Elemente lang, die könnte aber Millionen Einträge beinhalten. Und in diesem Fall ist es durchaus wichtig, ob ich eine Million mal durchgehen muss oder ob ich nur log n Schritte machen muss. Das ist übrigens hier genau der Fall. Das ist der Logarithmus, weil es mal immer wieder die Hälfte der Liste überhaupt betrachtet. Und das ist eben ein Riesenersparnis. Damit habe ich hoffentlich Ihnen Komplexität von einer nicht-mathematischen Sichtweise erklärt. Es geht wirklich darum, die Leute oder Anfänger beim Programmieren zu sensibilisieren, dass eben manche Algorithmen besser sind als andere, weil sie eben schneller sind. Und auf diese Schnelligkeit sollte man prinzipiell achten und kein Code verschwenden, keine Berechnungen verschwenden, die nicht notwendig sind. Immer darauf achten, dass man möglichst wenige Schleifen benutzt. Das hier wäre zum Beispiel so eine Riesenschleife gewesen, die über die komplette Liste gehen. Oder eben in den binären Suchen normalerweise implementieren das mit Rekursion, weil man immer wieder auf die Hälfte zugreift. Das geht immer natürlich viel schneller, als wenn man die ganze Liste durchsuchen muss. Dankeschön.